so gespannt, was ihr geplant habt. Boah, Bruder, ihr müsst bestimmt, also so wie ich euch kenne, das wird jetzt voll Abriss werden. Warte, ich rate, okay? Ja. Vorhin habe ich gesagt, so eine VR-Brille, also die wird auf jeden Fall kommen, aber ich weiß halt jetzt nicht genau, wie ihr das gemacht habt. Aber gib mir mal so einen Tipp, gib mir mal so einen Tipp. Also Yusuf ist eigentlich für das Geschenk zuständig. Wir haben die Yusuf! ganze Organisation Yusuf überlassen. Yusuf! Ja. Und Yusuf, es ist gleich soweit. ich habe Yusuf das Geld geschickt. Yusuf war für alles verantwortlich eigentlich. Yusuf, und ist noch eine Minute. Das Problem ist, dass dein Geschenk hier ist. Nein, nein, zeig das nicht. Ja, ich kann das nicht zeigen. Wie? Ja, dein Geschenk ist da. Dein Geschenk ist leider hier. Anzeig! Nein. Warte, Das ist nicht okay. dasselbe. Ich muss es dir in eine Kiste verpacken. Das muss übermorgen bei dir sein. Ah, es ist nur los, Jungs. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Gute, Edis, mein Bruder. Ey, danke, danke, Mann, danke. Und was habt ihr jetzt Okay, vorbereitet? Mert, es geht los. Ja, es geht los! Es Es geht geht los, habt ihr los. gehört? Es geht los! Steh auf. Okay? Steh auf, Mert. Was Ich denn? aufstehen? Steh, das, was du vorbereitet hast, steh auf, Mert. Aufstehen? Soll ich auch aufstehen? Du musst Augen zu machen. Augen zu. Ja, Mert, Okay, fang an. Augen zu. Also. Okay, oh mein Gott, jetzt. Ich hatte noch nie sowas. Imperatorium, Dankeschön. Nicht Augen aufmachen. Nein, nein, ich mach nicht auf. Wir geben dir ein Go, damit du Augen aufmachst. Okay. Okay. Oh mein Gott, Chat. Das wird so krass. Soll ich aufmachen? Nein, noch nicht. Warte Nein! kurz. Das nimmt. Okay. Es wird schon ein bisschen heiß mit dem Hut jetzt. Ja, warte noch kurz. Josef holt das gerade. Ja, warte. Okay. Okay. Ey, danke, danke, Chat. Ich liebe euch wirklich. Dankeschön. Danke, Mann. Oh mein Gott. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay, warte kurz. Gib noch ein paar Minuten. Okay, wie lange? Okay, mein Arm tut weh. 2 Minuten. Ey, danke, Chat, Mann. Okay, warte, dann mute ich mich und bedanke mich so lange beim Chat. Ja, geh mal Vollmute, geh mal Vollmute. Wir haben Ja. ihn keinen Ey, Controller was machen Ey, wir? was sollen wir machen? Ich Wir schwöre, ich haben ihn bin einen da. Controller Ey, gekauft. Mert, ich kann warum die. ist er so, ja? Mert, ich kann das nicht aufmachen, das Er ist Geschenk. richtig anhänglich, Bruder. Hast du gehört, Mert? Er wird so enttäuscht sein, was sollen wir machen? Mert, soll ich das Geschenk aufmachen? Ich habe hier 50 Subs gerade da gelassen, einfach so. Niemals. Ich habe 250 Euro Minus gemacht Ich gerade. schwöre, ich habe auch bald Geburtstag, Junge. Du Bastard, nein! Nein, erst März. Ey, hör mir mal zu. Warte. Soll ich das aufmachen, das Geschenk? Nein. Ja. Das ist scheiße, gell? Der Nein, Moment muss nein. bei ihm sein. Nein, 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 war nein. schon cool. Nein, 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 Jungs, scheiß drauf. Nein, nein, das macht keinen Sinn. Hast du noch diese Dildo? Ja, warte kurz in meinen Schrank. Ey, was machen wir? Bruder, es geht nicht. Wir haben ihn gerade so Wir hochgehypt. sind Wir müssen gefickt. sagen, wir haben Ja, nichts. wir sind richtig Nein, gefickt. nein, wir können nicht sagen, wir haben nichts, Bruder. Er wird weinen. Was soll ich machen? Oder mach dich kurz zum Affen, Digga. Mach irgendwie Clown-Show oder so Ja. irgendwas. Sag, wir haben eine Show für dich vorbereitet. Mach irgendwas Lustiges. Irgendwas? Zieh rote Nase an. Mach irgendwelche komischen Harry-Cats. Alter, was ist die rote Hast du Nase? keine Clownsnase zu Hause? Na, ja, Bruder, ich hab doch Ding, Kosmetikraum hier in meinem Zimmer. Aber da hast du keine Clownsnase. Scheiße, Bruder, was soll ich machen? Chat, was können wir machen? Was können wir machen? Mert, du hast ihn ein 16er vorbereitet. Ja, soll ich jetzt einfach ein 16? Wieso? Ich hab Soll doch ich gar kein Bottleflip 16. machen? Mach Freestyle, sag. Hättest du mir das vorher gesagt, weil ich hätte einen Text geschrieben, ich hätte ihn Ja, gerappt. voilà. Ach, Mann. Scheiße. Mach Mö. KI, Josef, gib KI schnell Rap-Text ein. Geburtstags-Rap-Text. Und Mert soll das vorrappen einfach. Schnell gehen KI rein. Boah, das ist stark eigentlich. Was Voila, denn? das ist stark. Junge, das kriegen wir auf ganz schnell KI, jetzt hin. Geburtstags-Rap-Tags? Ja, mach Und du mal, rappst das mach vor. schnell, mach schnell, mach Mach schnell, mach mal. schnell. Mach Gedicht, mach Gedicht. Geburtstagsgedicht. Jeder redet 4 Zeilen. Mach 12 Zeilen. Dann hat jeder 4 Zeilen. Und wir tun aber so, als hätten wir das auf Zettel. Ja, als hätten wir das selber Auf geschrieben. Handy, auf Notizen, schick bei Schick uns das Dings. auf WhatsApp, schick uns das auf Ja. WhatsApp. Okay, Über warte, ich WhatsApp, Mann, schick schnell. mal. Maus, Gott, ein Wunder. Wenn Yusuf auf Hochton arbeiten. Das ist gut. Ich schicke euch auf der Discord. Guck mal, ich mache viel Spaß beim Feiern, dann machst du Maus.
Warte mal, wo steht denn viel Spaß beim Feiern? Oder oh geh einfach ganz hoch, Mann. Okay, okay, ich bin da, ich bin da. Nein, geh wieder mute, geh schnell wieder voll. Okay, ich geh wieder mute, ich geh wieder mute. Okay. Augenblick, ich mach Augenblick, wenn ich sage du, dann musst du ein neuer Morgen, ein neuer Tag, der Geburtstag ist da. Ah, okay, und du machst dann okay. Nummer zwei. Hast du gehört, Josef? Nein, Josef macht dann ab Nummer zwei. Ein ja. Fest, okay? Genau, ich mach ein neuer Morgen. Okay, Heide, also soll ich meinen muten? Okay, warte. Okay. Also, Edis. Okay, ich bin da. Wir haben etwas für dich vorbereitet, mein Bruder. Giovanni. Okay. Giovanni, gib mir die Gitarre. Si, no problema. Also. Ein Jahr älter. Ein Jahr weiser. Die Sonne strahlt. Die Freude leiser. Freunde kommen. Lachen klingt. Ein neuer Tag, der dir Glück bringt. Die Kerzen leuchten, der Kuchen steht. Ein Fest für dich, das niemals vergeht. Geschenke, Wünsche, ein frohes Gesicht. An diesem Tag strahlt dein Licht. Dazu möge das Leben dir stets Freude schenken, Gesundheit, Liebe und das richtige Denken. Jeder Moment sei voller Glück, auf das du findest dein bestes Stück. Heb das Glas, stoß an mit mir auf ein weiteres Jahr, hier und jetzt. Mit dir. Feier das Leben, tanze und sing, denn heute, da zählt nur der Augenblick. Maus. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag, der Geburtstag da. Was für ein Schlag. Die Welt dreht sich, die Zeit vergeht. Doch heute, da zählt, was wirklich besteht. Ja. Freude um dich, die Herzen weit, ein Lächeln hier, ein freues Geleit. Ja. Die Jahre kommen, die Jahre gehen, doch die Erinnerung, die bleiben stehen. Boah. Möge dein Weg stets hell erleuchtet sein, mit Freude, Glück und Sonnenschein. Boah. Und all die Abenteuer, die noch kommen, auf das Leben, das dir Freude genommen. Boah, Giovanni, jetzt du. Si. Giovanni! Ein Jahr voller Geschichten. Ein Jahr voller Glück. Hä? Mit jedem Geburtstag ein neuer Blick. Also. Auf all das, was war, das, was noch kommt. Liebe und Freundschaft, die niemals verstummt. Boah. Spiel weiter, spiel weiter. Die Zeit vergeht, doch du bleibst bestehen. In jedem Lächeln, das du versprichst, feiern heute Tanze und eng sind wie deine Freunde. Durchblickt. Jeez. Möge dein Herz stets erfüllt sein, Licht und das Leben, die bringen, was du erhoffst, in Sicht auf all die Abenteuer, die noch vor dir liegen. Wir feiern dich heute, das ist unser Siegen. Boah, Gänsehaut. Ich hoffe, dass die Geschichte dich weiterbringt, noch mehr Freude und viel Spaß in deinem Leben. Hey! Yeah. Oh, ja, wo ist jetzt mein Geschenk? Mein Geschenk? Das Geschenk, was jetzt kommt nach dem Ding. Okay. Das war unser Geschenk. Monsieur, die Maus, wie? Die Mert, die Josef haben dies geplant. 5.000 Euro, haben sie mir gesagt. Du musst verstehen, diese Gitarre kommt aus Mexiko. Das ist hier keine Spaß oder sonst wie. Ich bin hier extra angereist. Wir haben ganz das eine Woche geplant. Ich bin aus Westin gekommen. Eine Woche habt ihr geplant dafür? Wir haben eine den gebucht, Woche, Bruder. Du musst denken. Weißt du, wer das ist? Meine Vision hat lange gedauert. Nein, das ist nicht Josef. Das ist nicht Josef? Das ist Giovanni. Junge. Aber ich kenne doch Josef. Das ist nicht Josef. Nein, Bruder. Das ist einer, der sich. Mir wurde Mike Tyson versprochen. Nein, Bruder. Weißt du, wie teuer der war? Wir haben ihn extra aus Kolumbien geholt, Bruder. Ja, natürlich. Der ist krasser wie Mike Tyson. Das war der? Ja.
Bruder, er ist nicht mal ein Zehennagel von Mike Tyson. Was redest Bruder, du? Bruder, sag nicht so. Guck mal, wie krass er getan hat. Giovanni! Giovanni, warte! Giovanni, Bruder, er ist nicht mal der Schiss von Mike Tyson. Warte! Giovanni, kannst du ein bisschen schneller machen? Mach mal ein bisschen schneller. Mach mal ein bisschen schneller. So. Geisteskrank. Hey. Respektierst du mich nicht? Ich ficke dich. Du respektierst mich nicht. Ich ficke dich. Ihr habt gesagt, Mike Tyson kommt. Ihr habt gesagt, Mike Tyson bringt mir die Apple Vision Pro. Und warum gehen die zwei jetzt? Giovanni! Attenzione, Giovanni! Attenzione! Happy Birthday! 2000 Euro, nichts für dich! Mike Tyson wurde mir versprochen. Bruder, da hast du nicht diese. Weißt du, wie teuer der ist? Der macht diese Show nicht für jeden. Willst du mich verarschen, Alter? Meine Visum hat eine Woche gedauert. Unten. Eine Woche, bis meine Visum hergekommen ist. Vision Pro 5000 Euro, das hat uns fast 10 gekostet mit Reise und so weiter. Weißt du, 3 Millionen Follower auf Instagram, die kannst du nicht einfach so erreichen. Aha, er dreht durch. Bruder, wenn er in seinem Film ist, du kannst ihn nicht mehr rauskriegen, das ist das Problem. Mike Tyson und... Wir kriegen, Bruder, es ist Giovanni Gonzalez. Hey, Gonzales, hermano, tranquilo. Nein, ich meine... Gonzales! No, alles gut, no! Voll. Hey, Gonzales! No, ist gut, Ja, no. Schick uns deine ganze Dings, der ganze Kanal. Sag ein bisschen Dankeschön, sag hermano. Was heißt Dankeschön auf Italienisch? Obrigado. Obrigado. Und Josef wiederholt. Obrigado. Ich spreche niemals mit einem Italiener. Und Josef wieder. Mexikan von Obisonte. Gonzales, ja. Obrigado. Si, carabacas. Ja, danke für das Geschenk, Obrigado. Vielen lieben Dank. Si, senor. Aber das ist Josef, ich Jungs. Bruder, weißt du, wie teuer der war, alter Junge, Alter? Das ist so irgendein ja. Irgendein Tattelsess, den man so... Warum bist du nicht glücklicher, deshalb? Och, ich bin glücklich. Was geht? Ich wusste nicht, dass das so viel wert, so viel Aufwand war. Dass das so viel Aufwand war, Jungs. Dankeschön für diese Show und... Ja. Gerne, Bruder. Ja. Danke, wirklich. Also, für dich das war, Beste, du weißt. Mein Traum war das schon immer. Bring ihn mal zur Tür. Von meinen italienischen... Mexikanischen Salsa, Mensch. Also war cool. Sein Visum hat eine Woche gebraucht, habt ihr gewusst? Er war kurz vor Corona, aber er hat zum Glück kein Corona gehabt. Oh, das er ist fast nicht schön. Durchgekommen. Er hat sich zweimal geimpft. Ja, ist hergekommen, ich muss ja am Hauptbahnhof abholen. Ich habe so ein Schild gehoben. Chirico. Richtiger Name ist Chirico. Also, ey, danke auf jeden Fall, Mann. Was so mit dieser Handy mit Namen? Eine halbe Stunde. Für dich immer das Beste, Bruder. Ja. Du weißt, wir lieben dich von ganzem Herzen. Ja, danke, Mann. Also wirklich, das war kein voll schön. Ey, Edis, hat's dir gefallen? Ja. Ich hoffe, wir haben dir nicht zu viel versprochen, Bruder. Nein, Bruder. Das war voll cool. So, wie du es dir das vorgestellt hast. Okay. Ja, das war voll. Also diese... Kami, mein Schatz, danke dir für deine 20. Also auch diese Heine, Bruder. Ich habe eigentlich mit Mike Tyson gerechnet. Chat, wie fandet ihr Jericho? Mir wurde Mike Tyson versprochen. Wie war Jericho? Aber... War natürlich auch cool, also so ein mexikanischen Ding. Aber wer braucht schon eine Apple Vision Pro? Vielen lieben Dank, Kami, das ist eh nicht so cool. 10 von 10, das ist gehört. Bruder, das Ding ist, vor allem, wir haben noch dabei daran gedacht, weil du wärst dann der Einzige mit einer, dann könntest du ja mit niemandem spielen, weißt du? Nein, Mann, ich will keine Apple Vision Pro. Wer braucht schon eine Apple Vision Pro? Die ist sowieso scheiße. Ja.
Ich hab doch einen Fernseher und einen Computer, alles. Aber ey, Jungs, stark, Alter. Wir haben es genau so geplant, wie Edis sich das erwünscht hat, Digga. Ja, es war alles wunderschön. Bruder, Mert, bitte schick mir bitte morgen die Rechnung. 2700 Euro will er jetzt noch von mir. Nochmal. Bruder, ich muss hier nach Hause. Ihr müsst so vorstellen, du holst ihn her, aber es ist ein Risiko, dass er überhaupt noch nach Hause kommt. Ey. Ja, okay, Jackpot, Alter. Boah, ich hatte schon Angst, dass wir nicht, dass unser Geschenk ein bisschen flop wird, ja, Chat. Boah, Bruder. Also, guck mal, es ist in Ordnung, Edis. Ich sag dir, wie es ist. Es ist ein bisschen teurer gewesen als deine Apple Vision Pro. Aber das Geld spielt keine Rolle in der Freundschaft. Merkt ihr das? Bruder, Geld ist nie eine Rolle. Weil Geld kannst du immer gewinnen. Aber gescheite Freunde kannst du nicht dir aussuchen oder kaufen. Ganz wichtig, guck mal, du bist jetzt 30 Jahre alt, Edis. Rede. Du hast sozusagen laut Tabelle ein Drittel deines Lebens, Alter. Aber laut Leben, fast die Hälfte. Fast die Hälfte. Das bedeutet, jedes Geld, was du machst, hat nicht den Wert wie jede Zeit, die du verbringst. Weil ganz wichtig ist, das Geld, was du verlierst, kannst du wieder einholen. Peter Lustig, für den Auftritt direkt Abo verlängert. Peter Lustig, danke dir für deinen Sub im zweiten. Deswegen, das hat mich jetzt irgendwie gefickt. Genieße jeden Moment. Jericho hat seine Brille vergessen. Du bist schon 30. Und ich habe auch keine Frau so. Und ja, aber heiraten ist auch nicht in Aussicht. Edis. Aber das ist ja erstmal... Das ist ja erstmal gut, dass du es realisierst, dass du schon 30 bist. Das ist schon mal ein Fortschritt, ne? Genau, weil du jetzt im Klaren, du hast 30 Jahre deines Lebens verschwendet. Das ist vorbei. Und was habe ich gemacht? Ich habe keinen... Du hast nichts, Bruder. Auf Papier hast du nichts. Aber es ist egal, man muss ja auch erstmal realisieren, was man hat. Aber es ist gut, dass du es jetzt gecheckt hast und nach vorne schauen, weil jetzt muss ich einiges ändern. Edis. Bruder. Ja. Ob du 30 geworden bist oder nächstes Jahr 31. Was noch wichtig ist, was du wissen solltest, ist, dass deine Mutter stolz auf dich ist. Boah, Rede. Sie ist stolz auf dich und du bist kerngesund. Du bist breit gebaut. Rede. Keiner kann sich anlegen gegen dich. Du bist der Stärkste. Ja? Und merk dir eine Sache. Der Einzige, der dich, oder die Einzige, der dich schwach erlebt, ist deine Mutter. Rede. Weil vor ihr bist du noch ein Kind. Ja? Also ist egal, was du hast, ob eine Apple Vision Pro, Apple Vision 56, Tomahawk Steak, ist egal. Deine Mutter ist an deiner Seite und wird dich niemals verlassen. Und wir sind an deiner Seite. Und wir sind an deiner Seite. Ja, ich schicke jeden, der irgendwas gegen niemals euch sagt. Ich schwöre, wo bist du, Kiltibo? Ich mach heute... Guck mal, der zieht's ins Ding. Ja, ja, okay. Alles gut, alles geklärt. Jericho hat noch seine Brille vergessen, die schicke ich dir auch zu. Habt ihr jetzt Kiltibo? Kürtibo hat mich angerufen, keine Ahnung. Er meinte, ey, was passiert hier und so? Ihm ist irgendwas passiert. Ey, Spaß beiseite. Wallah, Mert, dir auch nochmal danke für die 50 geschenkten Subs. Wallah, stark. Oh, danke auch für die Show-Einlage und so. Wallah, es hat mir schon gefallen. So ist nicht. War also alles so, wie du dir das erwünscht hast, ja? Ja, es war geil. Es war echt cool so. Also war... wir haben deine Erwartungen übertroffen. Ja, boah, stark, geil, Alter. War geil. Ich finde auch gut, ich finde es auch gut, dass ihr die Gedichte auswendig gelernt habt und nicht irgendwie oder, so gegoogelt habt oder so. Oder selber geschrieben. Ich habe Kollegen geschrieben. Ich habe gesagt, und ich habe nicht mal so Kontakt zu Kollegen, ne? Also Kollege, Bruder, ich weiß, wir haben nichts miteinander zu tun. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte, ich habe einen sehr guten Freund. Schreib mir, Bruder, die Texte sind vom Kollegen.
Oder Kollege, ja, wenn du willst, das ist unsere Dings, wir können das rausbringen und verkaufen auf Spotify. Du kannst alles haben, Digga. Kollege hat das sind deine Album. Texte. Er hat letzte Album rausgebracht und dein Song, also der Ding, also das letzte, Gedicht. Was er geschrieben hat, war dein Gedicht sozusagen. War nicht mal sein Album. Da hat Kollege mir gratuliert sozusagen. Ja, eigentlich ja, schon. Also. Aber erwähn das nicht so, Er wollte, das sollte eigentlich geheim bleiben, Bruder. Sag, also erzähl das keinen. Nein, das ist geil. Das ist geil, Bruder. Ja. Kollege hat mir zum Geburtstag gratuliert und ein Gedicht geschrieben. Nein, erwähnt das nicht so laut. Sag das nicht so laut. Nicht, dass das auf TikTok. Nein, nicht, dass das auf TikTok. Clip das auf gar keinen Fall auf TikTok. Er will das nicht, er will das nicht. Er will das nicht, er will das nicht. Mach das nicht. Ah, er will das nicht. Clip das nicht. Er will anonym bleiben. Jericho hat auch geschrieben, er nimmt keine weiteren Buchungen an, er bleibt in Mexiko. Okay. Jericho hat seine Karriere aufgehört. Er hat ein Taco-Unternehmen mit seiner Tante aufgemacht. Er soll unbemerkt bleiben, kein Insta wird von ihm gepusht oder sonst was. Aber voll geil, also ich sag ehrlich, ich hab einen irgendeinen mexikanischen Popstar, ihr wisst schon, wer hat ein Gedicht geschrieben. Ja. Und wahrscheinlich sehen wir uns ja eh nächste Woche und ich glaube, dann wollt ihr mir die Apple Vision Pro geben. Ich hab's schon gecheckt. Genau, wir haben ja noch ein Geschenk. Wir haben ein Geschenk. Genau. Und dann habt ihr ja noch das Geschenk. Ich bring das lieber in Gamescom mit. Was will man mehr? Und ich hab einen wundervollen Chat. Wir haben eine wundervolle Community, wir verbringen hier jede Nacht zusammen. Stark. Was willst du hier, Bruder? Rede. Ich will keine Apple Vision Pro mehr, Lan, gib die zurück. Ich will nicht. Echt? Ja, okay, warte. Nein, warte. So war das nicht gemeint. Echt? Nein, ich meinte, ich Bruder, nein, sein. Das war... Ich hab dir erst letzte Woche bestellt, ich hab 2 Wochen Stornierungszeit. Nein, das also, war... Nein, das war... Oder nicht? Warte. Willst du dir also, jetzt ich... Was jetzt? Ja, natürlich. Dann schicken wir jetzt zurück. Nein, ich will aber die schon haben. Also zurückschicken. Es ist wichtiger, dass wir... Ach ey, ich schick sie einfach zurück. Scheiße, wir sind noch zusammen. Nein, warte, das war... Wir sind noch zusammen. Guck mal, das Heftige ist, wenn du so machst, mach ich auch einfach so. Ich bin deine Apple Vision Pro. Was du willst auf der Gamescom. Ja. Ich bin. Willst du Döner essen? Ich mach so. Echt? Ja. Oh, wir haben nochmal gerettet, Jungs, ja. Ja, Mann, das war gut sogar, Lan. Du hast nochmal gerettet. Oh, wir haben gut gerettet. Wir haben heftig gerettet, Bruder. Ey, von wo hast du den Chicharito ausgepackt, Lan? Walla, der war schon. Ja, Lan, Walla, der hat uns noch mehr. Ich hab mich totgelacht, Digga. Mit Führer Walla ist. Meinst du die kleine Ding-Gitarre da? Ja. Das hab ich einmal in Lidl geholt. Junge, weißt du, was ich noch hab? Ich hab noch Geige. Boah, das wäre auch mies. Aber es ist, die Fäden sind ab. Mein Vater spielt auch geil, hat mir einen geil geschenkt. It is so. Mein Bre. Danke, ey, Roat, was geht? Was geht ab, mein Bre? Ich habe ein Geschenk für dich. Nein! Oh. Nein! Ich habe ein Geschenk das für dich. War's. Nein! Warte mal kurz. Mach Discord-Camps an, mach wieder Discord-Camps an. Mach wieder Discord-Camps. Discord-Camps, alle! Es geht los. Oder wenn Roat ein Geschenk hat, ich. Ja, weil das muss 100%. Das ist auf jeden Fall etwas. Das muss ein Burberry sein oder Balenciaga? Ja, ich hab ihn geschrieben. Edis. Ja. Ich sag dir das hier und werde dir das geben, wenn wir uns erst sehen. Ey? Weil es ist etwas, was ich dir in die Hand gebe beim Sehen. Aber ich kann's dir jetzt sagen, was es ist. Nein. Sag nicht, was es ist, aber sag die Größe. Weil ich hab auch meins noch nicht gesagt von dem Ding, was wir gemacht haben. Die Größe? Wie du kannst. Ja. Es hat auf jeden Fall was mit Apple zu tun. Das ist crazy. Das ist crazy. Nein. Weiter? Ja, okay, Apple? Yes! Ja? Ich hab für dich... Oh mein Gott! ...einen 20-Euro-Gutschein für die Anzahlung für deine Apple Vision Pro, mein Bruder! €20? 20€ Gutschein nur für dich, mein Bruder. Löwe, Lan. Du bist ein Löwe, Edis. Wirklich nur für dich, mein Bruder. €20 Gutschein geil. Für meinen Bray. Ich lege auch €20 drauf. Wir haben nochmal €20! Aha, Jericho ruft an. 20€. Oh, komm, was ist das? Jericho, €30, bevor er fliegt. Oh, 30€ von Jericho. Oh mein Gott. Wie viel sind wir? Oh, wir sind bei 6. Wie viel sind wir? 800? 30, 20€. 20, 40, 60. Wir sind bei €70. €20.
Ich leg 9 Euro drauf. Einem Schweiß frei, du legst noch 9 Euro drauf. Wir sind bei 80 stark, Euro. Stark, stark. Wir sind bei 80 Euro. So kriegen wir es auch hin. Ja, stark. Wir sind 20 bei 80 Euro. Ich leg noch 2 Euro. Oh, Junge, ey, das geht ab, ja? 20 Euro. Ja, Bruder, freust du dich nicht? Freust du dich gerade nicht über das Geschenk? 20 Euro! Hä? 20! Aha, Rod kriegt wieder 20 Euro! Rod hat wieder passmatorische Störungen. 20 yeah. Euro! Ey, aber ach so, er freut sich, Rod. Keinen Stress, das ist seine Freude. Ah, wirklich? Ja, 20 wenn er, Euro, wenn er, wenn er sich 20 über, Euro! Ja, wenn er sich mir ist dir nicht eingefallen! Das ist seine, 20 Euro! Wenn, ja, er, ja. Wenn er sich übertrieben Rod. Freut, rastet er immer. Ich war kurz davor, ich war kurz davor zu sagen, ich mach nichts in der Gamescom. Rod! Okay, dann. Rod! Ah, okay, warte mal kurz. Das ist doch geil. Wir haben es gerade ein bisschen. 20 Euro, hä? 20! 20! Macht sein Setup. 20 Euro, Rohat, hä? Also Twitch, das ist 20 nur ein Euro, Rohat, hä? Spielt der Baseball. Da übt seine Baseballschläge gerade aus. So. Ey, zum Glück hat Jericho rasiert, Alter. Mann. 30? 20 Euro, Rohat. Guck mal. Hey. Halsschlag, Alter. 20 Euro, hä? Edis, bitte, ja. Ich ruf meinen Anwalt an. Ey, ich pack noch dieses Parfüm drauf. Oh, was für ein Loser. Alter. Ausrufezeichen Loser in den Chat. 20% bei jede zweite Bestellung. Edis, ich packe noch das Parfüm drauf. Was ist das für ein Parfüm? Das ist ein brutales Parfüm. Von dir? Ich pack noch einen Tomahawk-Steak drauf. Also ich benutze es. Das ist wieder was anderes, weil das kommt von dem Herzen. Vom Herzen. Weil du es auch benutzt. Ich bezahle dafür Geld. Weißt du, was ich meine? Ich werde nicht gesponsert oder so von dem. Ich erhöhe auf 25 Euro! Bin ich CK Jam, Roat. Abu kommt jetzt, Abu. Oh, Abo hat mir erzählt. Ich weiß, was Hallo, Abo guten Tag. Oh, Abo, Abo, ein krankes Abo, Geschenk, Bruder. Abo, was geht? Abo, mach mal Kamera an. Zeig mal dein heftiges Geschenk. Ey, Boah. Abo, ich schwöre, er hat mich jeden Tag angerufen, hat gesagt, Bruder, ob das perfekt ist. Er sagt, kannst du mir beim Tragen helfen, Edis? Beim Tragen? Da muss es ja voll groß sein. Bruder, ich sage dir keiner, und du weißt, Abo ist schon kräftig. Abo sagt, ist sehr kräftig. Helf mir mal beim Tragen. Abo, mach mal Kamera kurz an. Ja, warte. Ich glaube, Islam hat ihn sogar auch beim Tragen noch geholfen. Es waren zwei. Nein, Bruder, Islam grindet gerade mit Vadial Fortnite einfach bis eins. Aha, okay. Bruder, ich sag dir ehrlich, wie es ist, Edis, das ist wirklich was Krasses. Ja, ja, ich glaube dir, Bruder. Edis, das ist echt crazy, ne? Ey, darf man das auf Twitch zeigen überhaupt? Wie? Ja. Aha. Abu, auf jeden Fall, Edis. Das Beste kommt zum Schluss. Ey, ich schwöre, ich freue mich so krass. Aber holst du das Geschenk? Ja. Nein! Boah, ehrlich? Nein! Warte mal kurz. Nein! Das ist aber echt wirklich crazy. Richtig schwer. Nein! Warte mal, ist das für mich? Hier? Warte, was passiert jetzt hier? Bruder, das ist ja wirklich ein Motherfucker-Geschenk. Nein, Bruder, aber zeig nicht das, was du gekauft hast für dich. Gib ihm sein Geschenk. Zeig ihm sein Geschenk. Sein Geschenk? Ja. Das hat doch Abo heute im Stream gezeigt. Abo hat das heute im Stream gezeigt. Wie? Sein Geschenk, Abo. Wann, also sein Geschenk an Edis. Jetzt hier. Sag. Ah, jetzt endlich. Boah. Weißt du, für was weiße Rosen Edis bedeuten? Bedeutet das nicht für den Tod sogar? Weiß? Weiße Rosen. Das hat mir meine Tochter gemacht. Jetzt zeige ich dir dein Geschenk. Sehr schön. Hm. Okay. Ach so, jetzt kommt das Geschenk. Alles gut, Chat. Lacht nicht, Mann. Lacht mich nicht aus. Die haben Geschenke für mich. Du bist viel unterwegs in letzter Zeit, Edis? Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Und ganz ehrlich, es ist sehr, sehr wichtig, auch immer einen frischen Hintern zu haben. Und ich hab hier einen Tausender-Pack Feuchttücher bekommen. Ey, die sind crazy. Das sind die aus der Türkei, das sind die besten. Damit wischst du alles weg. Zeig mal die Öffnung, die ganz wichtig. Guck mal. Wieder verschließbar. Wieder verschließbar? Ja, weil damit kannst du auch Armaturenbrett sauber machen, während du unterwegs bist. Motoröl kriegst du damit weg. Wenn du was gekleckert hast.
Ist wirklich magnetisch. Glaub, bis jetzt das Beste sogar mit. Wow. Ey, Rohat, das wäre sogar zu viel, wenn du noch den Gutschein gibst. Zieh den auch zurück. Weil ich glaube, ich nehme den Gutschein zurück. Das wird zu viel. Ich hab das aber schon. Ja, aber glaub mir das von mir, so von diesem Herz. Mhm. Geil. Boah. Ich hoffe, du freust dich auch wenigstens. Oh, weil was ist mit dem ersten, was du gezeigt hast, diese Son Goku? Das hat er sich heute geholt. Das habe ich mir gekauft und ich sag dir ehrlich, ich bin sehr stolz drauf, weil ich feiere, wie man sieht, so Figuren, ne? Wie zum Beispiel hier. Schwarzer Maria. Ist das der blauäugige weiße Drache? Der blauäugige weiße Drache mit eiskaltem Blick. Ist das der dreiköpfige? Eiskalten Blick, der ist sehr schön, aber ich habe. Nein, einköpfige. Hallo Leute, aber ich. Was ist mit mir? Also, die Figuren sind ja gut, aber. Abu! Aber ja? Könntest du mir das zu Geburtstag schenken, das große Ding, was du als erstes gezeigt hast? Also bei dir? Ja, warum nicht? Das wird auch zu dir passen. Ja, ja, weil ich habe hier... Mir passt du Geburtstag? Auch. Ich und kriegst den schwarzen Magier. Ich mag Son Goku. Wer will den weißen Drachen? Ich will den weißen Drachen. Ich will ihn haben. Ich habe Geburtstag. Rohat, weißer Drache. Wer wollt den schwarzen Magier? Ich nehme auch den schwarzen. Ich nehme den schwarzen. Ich nehme den schwarzen. Dann nehme ich Son Goku. Das waren leider nur die drei Sachen, die wir haben. Haben wir nicht nur drei Sachen? Oh. Ja. Also die anderen wollte ich selber behalten. Was könnte ich denn... Da gibt's aber was noch... Was mit dem Bild? Diese Son Goku Bild. Ich will das auch. Diese Bild, das Bild kann ich haben. Maus feiert das auch unnormal. Maus? Ja. Ja, dann lass ihn das geben. Okay, stabil. Er ist nicht mal hier, aber er glaubt mir, er feiert das. Warte, ich hatte eine schicke Sprachmemo. Du hast aber auch andere Figuren da noch. Vielleicht kannst du ja eins. Ja, genau. Hat ein Riesengeschenk für dich, so ein Gemälde von Son Goku. Ja, ja. Für den Stream auch, weißt du, damit der Stream auch was davon hat. Kann ich dann wenigstens Cell haben? Cell ist so ein bisschen uninteressant. Da ist ein Cell-Figur. Also. Cell ist ja nicht uninteressant. Der ist schon wichtig. Aber das ist die erste Form. Die ist doch nicht so krass, oder? Nee, die erste Form sieht nochmal anders aus. Aber ist nicht schlimm. Ja. Aber was macht ihr hier überhaupt? Wir haben in seinen Geburtstag reingefeiert. Boah, das ist krank. Ich habe heute erst auch eine Folge Hilf mir geguckt. Da haben die auch Partys gefeiert, deren Partys waren crazy. Crazy? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich die Folge auch geguckt habe, ja. Oder diese Hilf mir ist krasses. Das ist so lustig. Ich schick dir mal später. Hast du die gesehen, die voll gefüttert wird von ihrem Freund? Die Fette, ja. Oh, ja, das ist. Ja. Die Arme. Die Arme. Ja, ja, die Aber wurde ist sowieso nur Ding. Aber es war eine gute Folge. Ist fiktiv, Folge. Das ist ein erfundener Charakter. Ja. Die ist nur, also. Fiktiv. Boah, Jungs, Alter, guck mal, wie glücklich ihr das ist, ja. Wir haben ihn so glücklich gemacht. Ich hab ihn so lange, er lächelt seit, guck mal, 48 Minuten. Oh, Digga, warum sieht, die Frage ist, warum sieht Edis einfach aus so mit dieser bisschen glänzenden Brust wie Van Damme's Vater, Digga? Er hat gerade eins gegen eins gemacht mit seinem Stuhl. Ich weiß, wer gewonnen hat. Wer hat gewonnen? Ja, Edis. Boah, stark. Natürlich, immer wenn ich Edis sehe, denke ich mir, was für ein fettes Stück Scheiße ich bin. Warte, Edis, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe nicht mal Geburtstag, aber Walla sogar, ich habe zwei Geschenke von Abu Goku bekommen. Wie, du hast zwei Geschenke bekommen? Heute angekommen. Razer, Master Tastatur, Walla. Oh, wieder. Edis, willst du auch was, Edis? Ich habe nicht mal Geburtstag. Ich schwöre bei Gott, das ist heute. Warte, Edis, ich kann dir auch... Ja, Abu, danke dir nochmal. Leute, benutzt den Code... Ich schwöre, ABU, ich Abu hab, bei ich Razer. Ich hab den Stuhl von Abu bekommen. Ich hab den Stuhl von Abu bekommen. Da kommt noch eine Instagram-Story. Ich hab den Stuhl von Abu bekommen. Und kennt ihr diese Maus? Die haben mir nur Abu. Diese Kopfhörer nur von Abu. Ich schwöre. Ey, das hat. Guck mal, dieses Headset. Alles von Abu gesponsert. Boah, Junge. Er hat mir Bettwäsche sogar noch Aber geschickt. Aber Edis, du kannst auch Razer-Sachen haben. Du kannst den Code Abu benutzen, dann sparst du dir Prozent auf den Einkauf. Nö. Nein, aber jetzt Spaß beiseite, du kriegst ein fettes Paket von Razer. Ich bin nicht umsonst Markenbotschafter, ich meine Ambassador, sorry. So, das Ding ist, Leute, ich danke euch, dass ihr trotzdem dran gedacht habt.
So auf süß. Ich weiß, dass natürlich alles gerade nur gespielt ist und ihr eigentlich eine richtige Party geplant habt. Ja, klar. Deswegen, ja, ich hab's gewusst. Ja, ey, Bruder, ich hab grad echt gedacht. Ja. Ich schwöre, ja, Leute, ich hab grad echt gedacht, ihr meint es. Kurz hab ich's geglaubt. Ja, klar. Ja, kurz nein, hab ich gedacht, das wäre ernst. Kurz hab ich gedacht, das wäre. Das Problem ist, wir wohnen alle woanders. Der eine wohnt Berlin, der eine Hamburg, der eine Freiburg. Chat, wir sind alle woanders. Das geile Geschenk kommt halt auf der Gamescom. Warte, auf der Gamescom. Ich hab's schon gewusst. Alles gut, Chat. Ja. Ich zeig dir nur ein Leak, ja? Nein, mach nicht. Was wir gebucht haben. Nein. Doch, ist egal, alles gut. Das ist nichts Schlimmes. Ein kleiner Leak. Dass so eine kleine Ding, wo stattfindet. Da kommt ein kleines Ding. Boah, mach weg. Mann, Bruder, leak doch nicht alles. Ja, eine Villa? Das war zu viel, Digga. Das war zu viel, ja. Jetzt hast du schon gefickt, Bruder, ja. Eine nein. Villa für nein, Gamescom? Er weiß doch noch nicht, was drin ist. Ich hab's gewusst, Chat. Seht ihr? Was habt ihr gedacht, Mann?